Ja, ich rede ein bisschen leise, weil Lina ist am Schlafen. Sie macht ihren Mittagsschlaf. Und ich musste ein paar Sachen vorbereiten. Ich habe nämlich gleich einen Termin. Aber ich darf euch leider noch nicht verraten, was das ist. Also was euch überraschen. Aber der ist übrigens beim Arzt, wegen der Schwester. Ich konnte nicht mit wegen Lina. Aber dafür kann ich jetzt meinen Termin wahrnehmen. Ich wollte euch die Verlosung zeigen, aber ich muss vorher kurz hier aufräumen. Ich zeige euch auf jeden Fall gleich die Verlosung, die ist auch bei uns hier an und ich bin sehr zufrieden. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schön ist. Also bleibt dran und seht die Verlosung. So ihr Lieben, das ist das Produkt. Seht ihr diese Wolke? Ich glaube, jetzt sieht man es besser, ne? Genau. Und zwar ist das ein Lufterfrischer von Amir. So, ich zeige das mal so. Fokussieren bitte einmal. Ich schiebe das mal. So. Hier könnt ihr das Licht einstellen. Oh, das riecht schon so gut. Ich habe das jetzt so, dass sich das Licht immer wechselt. Dann könnt ihr das hier einstellen. Rot ist halt, dass das dauerhaft Feuchtigkeit raus sprüht sozusagen. Und auch dauernd, also bis das Wasser leer ist, was drin ist. Und das Grüne ist, dass das halt ab und zu Feuchtigkeit abgibt. Ich lasse das jetzt immer bei Rot. Und dann ist da noch ein Behälter mit bei. Ich mache das mal kurz aus. So, ihr dreht das hier einmal um und hier füllt ihr Wasser rein. Seht ihr das? Das sieht man jetzt, denke ich mal, wegen dem Licht nicht so gut. So, hier füllt ihr Wasser rein. Das sind insgesamt 100 Milliliter und das Gute ist, sobald das Wasser leer ist, geht das von automatisch. Also das geht automatisch aus, wenn ihr zum Beispiel nachts am Schlafen seid. Ich finde das für den Sommer perfekt und jetzt drehe ich die Kamera mal um. So, und das Gute ist halt, man kann da ätherische Öle mit reintun. Ich werde jetzt gleich einen kaufen. Ich habe eben Lavendelöl reingegeben, was wir früher hatten. Aber ich werde jetzt, der ist jetzt leer und die Wohnung riecht so, so gut, Leute. Und ihr wisst, diese Airwick oder sonst was Sprüher sind total teuer. Deswegen finde ich sowas voll gut. Vor allem, das kann man ja auch als Nachtlicht verwenden. Und der Wecker war ja auch der Hammer. Ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich eins wieder verlosen darf. Ich hoffe, ihr freut euch. Ihr müsst einfach nur Abonnent unseres Kanals sein. Einfach bei dem Video auf Gefällt mir drücken und sagen, warum ihr das gewinnen wollt und für wen. Ja, und was euer Lieblingsduft ist, das würde mich auch interessieren. Also ich werde jetzt sehr wahrscheinlich ein Vanille-Aroma kaufen. Ja, ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Amir, weil ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich noch ein Angebot bekomme. Der Wecker ist sehr gut bei euch angekommen. Ich hoffe, das jetzt auch. Und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Also ich habe das in der Küche am stehen, ich habe mein Gesicht dagegen gehalten. Es kommt wirklich so richtig zarte, kalte Luft. Aber ist halt schön. Ich denke mal, für ein Schlafzimmer ist es perfekt, wenn man halt abends im Sommer, ich weiß nicht. Und vor allem auch, weil es riecht ja schön, ne? Es riecht dann halt nicht so nach Schlaf, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall könnt ihr das gewinnen. Einfach die Bedingungen erfüllen und los geht's. So ihr Lieben, wie gesagt, ich habe jetzt einen wichtigen Termin, also noch nicht jetzt, erst später. Ja Schatz, wenn du dieses Video siehst, werde ich dir immer noch nicht verraten können, was das für ein Termin ist oder war. Und nein, ich bin nicht schwanger. Also nein, das ist es nicht. Ja, ich bin schon gespannt, wie es wird und was rauskommt am Ende und oh, der weiß auch nichts davon, aber ich wollte euch das jetzt schon mal sagen. Ich werde euch auch ein bisschen mitnehmen und wenn ich sagen kann, um was es geht, dann werde ich das auch hier auf YouTube veröffentlichen. Also ich werde sozusagen so einen kleinen Vlog drehen.
ja, ich muss das Material natürlich vor Ort verstecken, damit er das nicht sieht und findet, aber das machen wir schon. Ja, ich bin schon so gespannt, Leute. Und ihr könnt auch gespannt sein. Ich hoffe, es kommt was Schönes dabei raus. Ich bin schon gespannt. Ja. Auf jeden Fall warte ich jetzt auf meine Mama, die holt uns nämlich ab, weil es regnet draußen total und so können wir nicht in die Arkaden fahren. Ich schlafe hier heute bei ihr, auch wegen dem Termin und weil auch der heute spät hat. Und dachten wir uns, ich schlafe dann da und morgen werden wir sowieso rausgehen, also einkaufen, Klamotten. Ich hoffe, wir finden was. Also ich finde immer was, wenn ich kein Geld habe. Wenn man Geld in der Tasche hat und einkaufen geht, finde ich nie was. Und ich wollte ein Do-It-Yourself-Video machen, und zwar Badekugeln, Badebomben. Ihr wisst ja, ich kaufe sehr viele Badebomben oder Badeperlen oder keine Ahnung was. Und ich habe mir gedacht, warum machst du das nicht selber? Versuch es doch einfach. Dafür muss ich noch ein paar Sachen kaufen. Und wenn ihr Lust habt, würde ich dann auch ein Video dazu drehen. Aber nicht jetzt die üblichen Videos, die auch andere haben. Also ich habe schon viele gesehen, aber ich will was anderes machen. Mit so einem Überraschungseffekt, so wow. Wo zum Beispiel in der Mitte Glitzer ist und dann auf einmal bam, das Glitzer rauskommt am Ende. Sowas halt, wisst ihr, wie ich meine? Mal schauen, was wird. Ich bin schon gespannt. Ja, ich werde heute trotzdem vloggen. Also ich muss heute 3 Videos drehen. Einmal diesen Vlog, einmal den Vlog von heute und einmal muss ich dann noch da aufnehmen, wenn wir im Gespräch sind. Mal schauen, wie es wird. Oh Mann. Ich habe mich auch ein bisschen schöner angezogen und geschminkt. Und ja. Oh, ich bin so aufgeregt, Leute. Leute, ich gehe jetzt zu meinem Termin und nehme euch mit. Okay, also bis dahin ist super. Ja, das ist sehr cool. Ich denke, das wird super klappen. Also wir hätten Zeit, den komplett fertig zu machen. Mhm. Sollen wir das machen? Wir versuchen es mal. Ich weiß nicht, ob wir die anderen Stufen sind. Okay. Dann machen wir einfach nur kurz den Test. Nehmen wir mal auf. Dann machen wir gleich. Lass das Fenster noch kurz auf und machen wir es gleich zu, wenn wir nicht in der Aufnahme sind. Jetzt machen wir einfach nur mal kurz. Du bist der eine, mit dem ich mein Leben teile. Du gibst mir immer Kraft und Mut, wenn es kein anderer tut. Ich finde das gut. Ich mache das Fenster zu. Ich stelle einmal vor die Kamera. Ich schneide das schon. Hallo. So. Ja, wir können am Schluss auch eher einen kompletten Durchgang machen. Wenn das Lied steht, dann nehmen wir das so auf, als ob das quasi so ein One-Take-Video ist. Okay, so, lass uns bitte Stück für Stück aufnehmen. Mhm. Und zwar würde ich jetzt sagen, bis hier. Ich finde es super. Ja, auf jeden Fall. Hast du es dir ungefähr so vorgestellt, oder? Ja, meine, also das finde ich gut, aber meine Ängste sind eher die 3 weiteren Strophen. Okay, wir gucken. Aber wie gesagt, das ist schon richtig super, finde ich. Wie gesagt, das ist ja auch noch nichts bearbeitet. Da können wir auch noch einiges rausholen. Ohne viel zu fuschen, aber da liegt noch ein bisschen was. Okay. Das, was jetzt danach kommt, ist das der Refrain eigentlich? Oder würdest eigentlich du... ist das der Refrain. Also ah, der okay. kommt mehrmals. Ah, cool. Okay. Ich bin gespannt. Für mich klang das jetzt so wie die erste Strophe einfach. Also diese Stelle gibt es, glaube ich, insgesamt 3-mal. Okay, ja cool. Aber dann ist doch gut, dass wir die jetzt richtig sauber haben, weil das ist sie jetzt definitiv. Dann werde ich mir die nur kurz auf eine andere Spur legen. Dann habe ich das nämlich direkt besser verteilt. Ich finde es super bis jetzt. Ja. Den finde ich super. Und der Rest ist langweilig. Der Rest ist so. Das ist gut. Der ist so, weiß ich nicht. Das klingt, als ob du dich nicht entschieden hast. Ja. Und den Schluss von dem anderen fand ich eigentlich gut. Dann lass mich da nochmal reinhören. Ja, gerne. Ich baue den mal so einmal zusammen, dass du hören kannst.
Okay. Ich ziehe das in die Länge, ne? Ja, und du kannst den auch nochmal neu singen, ist mir egal. Also wie gesagt. Nee, ich finde das so besser, weil das eben war total langweilig. Ich finde es cool. Also es geht aber hauptsächlich um die Töne so. Mhm. Und ich finde, du hast hier gute Töne gefunden. Gute Melodie. Okay. Lassen wir den so stehen, dann machen wir das Stück für Stück, okay? Okay. Du kannst ja mal mitsingen und wenn du merkst, oh krass, ich komme gar nicht mehr auf die Melodie, dann können wir das Stück für Stück aufnehmen. Okay. Oh, schön geklappt. Los geht's. So dass ich gar keine Zweifel mehr hab. Super, mach nochmal, weil ich habe das Gefühl, jetzt bist du richtig drin. Yes. So dass ich gar keine Zweifel mehr hab. Super. Den nehme ich jetzt als Hauptspur. Geglaubt hat, haben wir es geschafft. Schade. Noch geschafft. Einmal. Ja, weißt du gar nicht, was da steht. Ja. Unsere Liebe ist so stark, wir sind der Beweis. Als keiner an uns geglaubt hat, haben wir es geschafft. Fuck! Oh. Willst du einen Kuli? Egal. Ich höre mir kurz den Anfang mal an. Echt? Ja. Alle? Alle. Kannst du mir auch alle direkt draufpacken. Sag mal eins von denen, die du cool fandest. Das finde ich heute auch noch ganz cool. Boah, ich weiß gar nicht. Boah, das sind voll viele. Ja, ich glaube, ich alle drauf. War ich so oft hier? Ja. Immer heimlich. Das mit Jengis war ja das Beste. Bis ich leide. Ich glaube schon. Ja, ich pack die mal alle rüber. Was war das denn hier? Da kann auch sein, hier ist A Cappella und so, da ist bestimmt auch irgendwas dabei, aber egal. Ich dachte, ich könnte bei dir auf ewig bleiben. Seit du fängst. Nicht ihr deine Wärme, sie hat dich nicht verdient, weil sie nur mit dir spielt. Mein Leben mit, das große Herz mit deiner Liebe drin wurde zerstört, denn ich. Lass ja, du gehst zu weit. Ich will kein Wort mehr hören. Und ab heute hast du mein Leben zerstört. Und wir sind geirrt. Du hast aber nie gedacht, dass du stinken kannst. Ich bin ja Pädagoge, ne? Trotzdem bleibst du sagen können, komm, geh raus. Mal, sagen wir an dem Po, so wie du das jetzt heute singst, ne? Wenn du jetzt heute zum Beispiel ein Lied aufnimmst, dann bin ich ja nicht ganz unbescheidig dran. Ne? Ja, also habe ich vielleicht immer so den einen oder anderen richtigen Tipp gegeben, damit du weitermachst, aber halt nicht sagst, boah, anfang ich ja auch. Scheiße. Ne? Aber egal. Aber das ist schon krass, ne? Aber wenn man das hier da kenne ich, ich weiß gar nicht, dass wir die aufgenommen haben. Ja. Es sind viele Sachen. Das war ein Glücklich, bist du durch alles gemacht. Schon krass, ne? Ich bin gerade sehr begeistert. Das ist echt sehr gut. Okay, also den Track habe ich jetzt außen gelassen, ne, in meinen Träumen. Okay. Und das sind die ganzen alten Sachen. Kannst du mal durchführen. Für einen lustigen Abend. Ich pack den neuen aber auch mal mit dazu bei uns. Ich dachte, die Chancen sind schon längst gelöscht. Ich lösche nichts, außer du sagst gelöscht. Ja, bitte! Kannst du die Tonhalle aufmachen? Die geht nicht. Was wollt ihr machen? Die Tonhalle rein. Aber was wollt ihr machen? Komm mal, die muss aufgehen. Achso, Fußball? Ja, Yvonne kriegt den nicht auf. Wir brauchen deine Hilfe. Ja, ich mach mich wieder auf. Hallo Yvonne! Haha, die Yvonne kriegt die Tonhalle nicht auf. So ihr Lieben, wie man eben gesehen hat, waren wir im Studio. Ich habe für Audrey ein Lied aufgenommen. Ich hoffe, das wird dem gefallen. Ja, ich habe ja früher immer heimlich gesungen, sodass meine Mutter das nicht mitbekommen hat. Also immer heimlich, ne, nach der Schule. Und ich habe mir gerade meine alten Lieder angehört und die jetzigen Lieder, die sind gar nicht mehr vergleichbar. Also das ist so ein Unterschied. Und der Daniel meinte auch, du hast dich richtig verbessert. Fukan war mit mir. Und jetzt gehen wir nach Hause, mal schauen, was Mama dazu sagt. Das Lied habe ich komplett selber geschrieben. Der Beat, also das Intro ist jetzt von Intro.
das Instrumental. Das Instrumental ist jetzt von Epidemic Sounds, aber ich hoffe, das gefällt denen, weil es deutsch und eigentlich wollte ich was Türkisches und dann dachte ich mir, komm, Türkisch ist einfach so ein Cover. Deswegen habe ich ein eigenes Lied aufgenommen. Und wie findest du das Lied? Gut, ja. Ich kann nicht abwarten bis zu Audes Geburtstag. Ich denke mal, ich kann auch nicht warten bis zum Vatertag. Ich werde das Video heute bearbeiten und dann direkt morgen oder übermorgen zeigen und dann wird es auch online auf YouTube sein. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall nach Hause und bis gleich. So, meine Lieben, wir sind jetzt zu Hause, meine Mama schläft und ich wollte gerade das Video bearbeiten zu dem Song, den ich aufgenommen habe für Order, aber das geht nicht mit Lina und das macht mich so aggressiv, weil ich muss genau diese Stellen nehmen, wo ich auch die Stelle singe. Sonst ist es, und das ist voll unprofessionell, aber gebt euch bitte zufrieden. Ich bin nicht der beste Kamera, die beste Kamerafrau und ein bisschen hat Fuckern gefilmt. Das ist ja eigentlich nur für Order gewesen. Ich bin jetzt keine YouTuberin, die extra singt. Ich mache das ja schon seit Jahren. Aber ich habe heute gesehen, das erste Mal war ich im Studio, das war 2009. Aua! Na, das war 2009. Und im Video habt ihr gehört, ne? Daniel meinte auch, früher habe ich richtig scheiße gesungen. Das hat sich zum Glück gebessert. Anna, ne, ja, auf jeden Fall geht Lina gleich schlafen. Wir sitzen hier mit Haken. Ja, wir sitzen hier auf jeden Fall. Du stickst. Eigentlich wollte ich warten mit dem Lied. Ich wollte es erstmal an Audes Geburtstag geben, dann wollte ich das geben, wenn nächste Woche Vatertag ist. Aber ich kann Audes nichts verheimlichen. Ich habe ihm eben schon gesagt, dass wir heute kein Köfte gemacht haben, weil ich habe ihn verarscht, dass wir Köfte machen. Dann meint er, wo warst du denn und mit wem? Dann habe ich gesagt, mit Fotokern. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie er reagieren wird, aber meine Mutter meint, das Lied ist super geworden. Von daher, das Lied kommt übrigens am Sonntag online. Mal schauen, ob euch das gefällt. Ich bin echt gespannt. Lina hat auch mit dem Kopf gewackelt. Gefällt dir das Lied, Hakan? Ja. Besser als Bibis Song? Ja, auf jeden Fall. Mal schauen, vielleicht mache ich hier auch meine 33. Und hier ist Fukan übrigens. Fukan. Ja. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Schön, dass du da bist. Oh, ich bin so froh, Leute. Ich habe mir am Anfang gedacht. Ich habe ihr das Lied selber. Darf ich jetzt reden? Ich habe das Lied in einer Nacht geschrieben. Eigentlich wollte ich was Fertiges aufnehmen, aber. Also, ich habe 3 Lieder mitgenommen: eins von Sibeljan. Eins von dieses Badat und einmal das Deutsche. Und dann dachte ich mir, oh, das versteht eh kein Türkisch, dann macht das keinen Sinn. Und Daniel meinte zu mir... Daniel meinte zu mir... Lina, darf ich jetzt bitte ausreden? ja, nochmal, sorry, Leute. Also Daniel meinte zu mir, wenn du das Selbstgenommene aufnimmst, ist es persönlicher. Und man sieht dann, du hast dir Mühe gegeben. Aber ich war mir halt nicht sicher, wie ich das singen soll, weil ich war mir noch nicht sicher mit der Melodie und so. Und ja. Es ist was sehr, sehr Gutes dabei rausgekommen. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut wird. Also für meine Verhältnisse ist das echt gut geworden. So. Ja.
Leute, wir chillen jetzt hier. Lina schläft endlich. Ich habe das Musikvideo fast bearbeitet. Meine Haare sehen in dem Video so kaputt aus. Ich weiß nicht warum. So. Ich wollte mich eigentlich kurz verabschieden. Ich konnte heute nicht viel vloggen, weil wir halt im Studio waren. Und ich werde dieses Video jetzt zusammenschneiden, damit es morgen online kommt. Wollt ihr noch was sagen? Lass ein Like da. Lass einen Daumen nach oben da. Hier für die zwei Herren. Und du? Ach so, übrigens war Furkan der Kameramann. Ne, im Studio. Gute Nacht. Tschüss.